Ja, auch in unseren Händen ist die Anatomie sehr wichtig. Und diese Anatomie wiederum spielt auch bei der Handanalyse bzw. beim Handlesen eine entscheidende Rolle. Und genau darüber wollen wir uns jetzt mal mit Jörg Rasch unterhalten. Jörg Rasch ist wieder bei mir zu Gast. Hallo Jörg, schön, dass du wieder da bist. Hallo Andreas. Und genau diese Anatomie der Hände, da möchte ich jetzt auch mal von dir mehr drüber wissen. Okay. Allgemein über die Hände. Unsere Hände sind erstmal von außen sieht es einfach aus, aber es sind komplizierte Gebilde, wo wir uns auch von anderen Lebewesen unterscheiden. Ja, wir benutzen unsere Hände zur Arbeit, aber auch um Dinge zu halten. Und die Anatomie gehört mit dazu, weil die Hand an sich, wenn ich jetzt eine Hand nehme, besteht aus 27 Knochen und 36 Muskeln. Nebst Sehnen und Haut und Bindegewebe, ja. Aber durch dieses komplizierte System sind wir in der Lage, nicht nur uns Dinge zu erfassen und anzufassen, sondern auch, wir reden ja uns mit auch mit den Händen. Und das System dahinter ist auch die Beweglichkeit der Hände. Ja, unsere Hände sind beweglich. Jeder kann seine Finger bewegen, kann das Handgelenk bewegen. Und die Hand fängt bei mir auch bei den Unterarmen mit an, von der Anatomie, weil diese vier Finger. Ja, sieht man ja. Ja, da bist du schau mal, wenn du die bewegst und legst mal so eine Hand auf den Unterarm, da merkst du, da fühlst du auch, wie sich das bewegt. Yeah. Ja, also die Muskeln dieser vier Finger sitzen in den Unterarm, ja, in den Muskeln des Unterarms. Und je nachdem, wie der Unterarm auch trainiert oder nicht trainiert ist, haben wir auch die Bewegung in den Fingern. Ja, Menschen mit wenig Kraft haben auch wenig Kraft in den Unterarm. Ja. Genau, weil die Finger bewegen sich dann über Sehnen, ja, die Sehnen, die verlaufen praktisch von den Unterarmmuskeln über das System der Mittelhand in die Finger, ja, wenn wir die Finger so ein bisschen bewegen, sehen wir auch, diese vier Finger bestehen aus drei Teilen. Und der Daumen besteht aus Zweien. Das ist das reine System der Gelenke. Der Handteller an sich und was da von der Anatomie nicht zu sehen ist, da sind viele Knochen, das gehört zur Mittelhand oder auch zum Handgelenk schon mit dazu, ja, wo die Beweglichkeit auch zu sehen ist. Ja, ansonsten würden wir unsere Hand auch nicht zusammenziehen können. Da gibt es Strecker und Beuger. Ja, die Strecker lassen unsere Hand praktisch auseinanderdriften und die Beuger, die ziehen wieder zusammen. Also wenn wir irgendwas anfassen, einen Griff oder was, da sind die Beuger wichtig und die Strecker sind wichtig, damit wir es wieder loslassen können. Ja, das ist jetzt die reine Anatomie. Und die Muskeln sind dazu da, um Dinge auch richtig festzuhalten. Ja, es gibt sehr kräftige Hände. Ja, zeig nochmal deine. Deine Hände sind auch kräftig, nicht nur weil du ein Mann bist, ja, sondern das ist auch von dem Muskeltonus schon zu sehen. Die Daumenposition und der Daumenmuskel, der schließt sich praktisch an den Daumen an. Das sieht man in der Oberfläche der Hand auch. Wenn du den Daumen so anlegst, da sieht man auch einen Muskel, der nennt sich in der Fachsprache auch Mäuschen. Ja. Weil er so aussieht, ne? Ja, weil er aussieht wie so eine Maus am Computer, ja, genau. Und bei dir ist das sehr gut zu erkennen, ja, der Muskeltonus und der sagt auch aus, ich habe genügend Power, ja. Und wenn ich hier drauf drücke, bewegt sich das auch kaum nach unten, aber schnippt gleich wieder hoch. Das heißt,
Da ist die Dynamik zu erkennen. Du hast eine gute Spannung im Körper. Ja, bei Menschen, wo die Spannung nicht da ist, da ist dieses Mäuschen sehr flach und kaum zu erkennen. Und wenn ich da drauf drücke, da bleibt das auch eher drin und baut sich ganz langsam wieder auf. Auch natürlich die Spannung in den Innenbereichen. Ja, bei dir ist praktisch in der Daumenseite, aber auch in der Außenseite der Hand sehr viel, was der Begriff Fleischlichkeit betrifft. Ja, da ist sehr viel zu sehen, was Masse betrifft. Ja, und massige Hände bedeutet auch, du brauchst Greifbares, ja, Pragmatisches. Ja, Menschen mit eher so feinen Händen, ja, die gehen eher über die Theorie, und bei dir ist eher die Praxis ein Thema, ja. Und so kann man das auch dann nochmal sehr gut erkennen, ja. Muskeltonus ist eins. Deine Hände sind jetzt schon im mittleren bis größeren Bereich. Das kann man feststellen, indem man den unteren Handteller aufs Gesicht auflegt und über die gesamte Gesichtsseite. Und bei mir geht das in den Stirnbereich. Ich habe so im mittleren Bereich. Es gibt Hände, da gehen die Finger schon in den Haaransatz und teilweise über den Haaransatz. Und kleine Hände, da sind die Hände meistens im Augenbereich oder auch teilweise so im Nasenbereich. Zu Ende, ja, genau. Also die Finger. Ja. Ja. Wie ist das jetzt bei dir, um das nochmal festzustellen? Ja, also du bist schon im mittleren Bereich bis auch große Hände, ja. Mhm. Genau. Bei dir kann man jetzt auch im äußeren Bereich, und das zeige ich auch nochmal, die Adern sehen. Mhm. Und Adern entstehen mehr, wenn der Mensch mehr Sauerstoff aufnimmt. Also du bewegst dich auch viel im Außenbereich. Und bei Menschen, die eher in ihrer Wohnung verbleiben oder in Räumen bleiben, sieht man die Adern kaum. Du bist eher ein aktiver Mensch. Während Menschen, wo man die Adern so nicht sieht, wo die nicht so herauskommen, das sind eher die passiven Menschen, die sich praktisch zurückziehen, die in ihrem Bereich bleiben, die sich auch auf der eine oder andere Weise ungesund ernähren, ja. Und wo man das dann auch erkennen kann. Du bist ein aktiver Mensch, deine Finger sind beweglich. Das kann man auch sehr gut erkennen. Und da kann man auch die Adern sehen, die sich dann mitbewegen, ja. Genau. Wenn ich jetzt nochmal angehe, wir sind bei Anatomie. Deine Hände sind jetzt relativ warm auch, ja. Warme Hände bedeutet, dass es ist nicht heiß und nicht kalt. Du befindest dich da auch in deiner Mitte, was den Blutdruck anbetrifft. Ja, wir kommen gleich nochmal in der Nagelposition dazu. Genau, dann sind deine Hände auch, was feucht und trocken betrifft, auch in der Mitte. Die sind weder feucht noch trocken. Feuchte Hände von der reinen Anatomie, da können die Schweißdrüsen auch nicht in Ordnung sein. Das ist dann pathologisch bedingt, ja. Da ist aber der Mensch auch in einer ständigen Anspannung, wenn das ständig feuchte Hände sind, ja. Pathologisch ist das eine, aber sagen wir mal, ohne den Hintergrund der Schweißdrüsen, das kommt, da ist der Mensch auch in einer ständigen Stresssituation mit sich, aber auch mit der Umwelt, ja, und dokumentiert das dann durch die feuchten Hände im Innenbereich, ja. Das kann sich aber auch in den Außenhänden dann zeigen. Echt, der Außen kann auch schwitzen? Na gut, Außen kann auch schwitzen. Das ist interessant. Ja, genau. Aber im Innenbereich natürlich auch nochmal gut zu sehen, ja. Und genau. Und dann schaue ich mir natürlich auch nochmal die Farbe der Hände an. Ja. Mhm. Bei dir kann man jetzt deutlich erkennen, da sind rosa bis rote Anteile, aber auch helle Anteile, ja.
Und über die einzelnen Bereiche kann man dann halt erkennen, wo ist jetzt das Defizit. Daumenposition wäre so das Thema Wirbelsäule jetzt, ja. Während in anderen Bereichen dann auch Organbereiche zu sehen sind, was ich schon an den Linien erklärt habe, ja. Was aber auch in den Bereichen dann zu sehen ist, ja. Genau. Okay, die Fingerkuppen. Die sind bei dir deutlich gerötet, ja, und in den Fingerkuppen, da sitzen die meisten Tastkörperchen, ja, in unserem Körper. Und Tastkörperchen bedeutet auch, du hast eine sehr feine Wahrnehmung. Du kannst über das Ertasten, Erfühlen Dinge gut erfassen und kannst für dich auch da Fakten schaffen. Ja, es gibt Menschen, die haben durchaus nicht so eine Erfassungsmöglichkeit und das kann pathologisch sein, weil der Tastsinn nicht so gut entwickelt ist. Wo es aber auch zum Beispiel eine Schmerzthematik geben kann, du fühlst den Schmerz und es gibt durchaus dann Menschen, die den Schmerz über das Tasten nicht erfassen können. Ja, also da ist auch diese Sache da, es gibt immer Ausnahmen von der Regel. Die meisten Menschen können es, aber die Ausnahmen bedeutet auch, und die werden wir jetzt nicht so im Alltag treffen, weil diese Menschen müssen dann auch sehr vorsichtig nach außen gehen. Schon allein, wenn sie irgendwo sich verletzen, die spüren keinen Schmerz dann, ja. Während du sofort den Schmerz spüren würdest, ob du jetzt auf eine heiße Herdplatte fasst oder dich auch schneiden würdest, du würdest es immer spüren, gerade mit diesen Tastzellen. Ja, definitiv, ja? Kann ich bestätigen. Genau, also Innenseite der Hand, in der Außenseite, die Haut ist bei dir eher grob strukturiert und rau, das ist auch wie du nach außen und geht auch einher mit der Aderführung, ja, die sehr deutlich ist. Das bedeutet, du bist ein aktiver Mensch, du bist robust unterwegs, wenn du nach außen gehst. Und diese Menschen, wo die Haut sehr fein im Außenbereich ist, die trauen sich auch nicht, jetzt so extrem nach außen zu gehen, sondern bleiben eher für sich. Genau. Von Gesundheitsbereich, auch psychologischer Bereich, sind das eher Menschen in Rückzugssituationen, ja. Und da kann man die verschiedenen Positionen dann erkennen. Jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Position. Du hast mir die Außenhände gezeigt. An den Fingern, da sitzen praktisch auf den Spitzen Gebilde, die nennen sich Fingernägel. Echt ja? Jetzt? Nein, war ja, Spaß. Genau. Genau. Und Fingernägel haben ja auch im Tierbereich zum Beispiel, sind die Nägel, haben dann Krallen, besondere, ne? Das ja. Sind die Krallen, ja. Ja. Und auch für den Menschen sind das unsere Krallen, ja. Die haben sich irgendwann in der Geschichte zurückgebildet und heute sind sie eher kurz gehalten. Bei manchen Frauen denkt man noch, das sind Waffen dann, ja, wenn die sehr lange Fingernägel haben, ja. Genau, bei dir sind sie auch, sagen wir mal, in kürzeren Bereich, ja. Genau, du bist dir deiner inneren Waffen bewusst. Ja, und lässt sie nicht nach außen wachsen, ja. Das ist ja auch eine gute Interpretation. Genau. Okay, ja. Allgemein, es gibt zu den Nägeln halt, es sind praktisch so Gebilde auch wie die Haare, ja. Und die Nägel schützen uns einmal, schützen den äußeren Fingerbereich, ja, geben uns aber oder widerspiegeln uns das System, die wachsen ja von innen nach außen, wie es auch in einigen Gesundheitsbereichen dann aussieht mit uns, ja, wie uns die Haare auch das eine oder andere Thema aufzeigen, ja. Man kann zum Beispiel auch Drogen in Haaren, ja, nachweisen, ja? Ja. Und an den Nägeln sind ähnliche Positionen zu sehen. Die Fingernägel, die wachsen halt schneller, zum Beispiel als die Fußnägel, mhm, ja, genau. Und auch bei den einzelnen Fingern kann man dann auch sehen, dass zum Beispiel der Daumennagel etwas schneller wächst als die anderen Fingernägel, ja. Genau, das sind die verschiedenen Positionen. Und an den Nägeln kann man mehrere Positionen erkennen.
Zum Beispiel auch die Härte der Nägel, wenn ich hier drauf drücke, ja, und da befindest du dich wieder in der Mitte, ja. Du hast weder zu harte Nägel noch zu weiche Nägel. Weiche Nägel kann man erkennen, die geben sehr schnell nach. Und harte Nägel, das spürst du schon, wenn du da drauf drückst, als wenn du auf Metall drauf drückst, ja. Genau, also du bewegst dich da auch in der Mitte. Ja, harte Nägel sind Indiz dafür, dass die Knochenstruktur halt sehr stabil ist, während bei weichen Nägeln ist die Knochenstruktur nicht so stabil, kann auch eher porös dann sein, und Osteoporose ist halt dann Indiz dafür, in welche Richtung es geht. Da kann man, hat man aber heute Möglichkeiten, um da auch entgegenzuwirken. Ja, und da sind wir schon bei einem Thema, was zeigen uns die Nägel an? Ja, genau, gib mal mir die untere Darstellung, genau. Und da gab es einen Menschen, den habe ich schon mal auch in mehreren Videos halt vorgestellt, das ist der Professor Isberner Haldane, und der hat auch ein Grundlagenwerk geschafft und hat es Nageldiagnose genannt. Das ist seine Darstellung, ja, Professor Isberner Haldane. Er hat halt sehr viel empirisches Wissen angesammelt und hat praktisch über den Bereich Formbild, Profil der Nägel, wie sind die gewölbt, welche Bedeutung hat das, welche Farbe haben die Nägel, ja. Auch die Rückseite, gibt es noch andere Möglichkeiten. Auch der Nagelmond gehört mit dazu. Ja, hat er praktisch Dinge herausgefunden. Ich werde heute das ein oder andere Thema mal ansprechen. Ja, es ist ein sehr intensives Thema, wo auch Ärzte und auch medizinisches Personal, wie Heilpraktiker, aber auch Krankenschwestern Informationen halt über mich bekommen können, ja. Ich hatte schon mehrere Workshops in der Richtung gemacht, und die waren auch sehr interessiert dran, weil ist von der Diagnose her ein gutes Diagnosemittel, auch um Menschen dann in manchen Bereichen dann helfen zu können. Ja, genau. Jetzt sehen wir die andere Darstellung. Okay. Genau. Das ist jetzt nochmal eine Darstellung, wie Fingernägel aussehen können. Farbskala, ja, geht von hell-dunkel über tiefrot über auch weiß, ja, genau. Gefleckt. Gefleckt, genau. Was die meisten so kennen, sind weiße Flecken, ja, genau. Bei dir ist da jetzt eher nichts zu erkennen, sondern es ist schon was zu erkennen, aber keine weißen Flecken, ja. Weiße Flecken ist ein Indiz für Kalziummangel, da können aber auch Luftblasen drunter sein, ja. Und da kann man auch etwas für sich tun, ja. Entweder mehr Kalzium aufnehmen, kalziumreich zu ernähren, ja. Ist immer ein Thema dahinter, wenn das festgestellt wird, wo es festgestellt wird, an welchem Finger es ist. Die Finger, die haben ja auch noch eine andere Bedeutung. Da laufen die Meridiane auch lang, ja. Und da kommen die Bedeutung der Meridiane aus. Das kennen wir von dem TCM. Ja, da kommen die auch noch mit dazu. Genau. Und ja, Farbskala reicht wirklich in dem Bereich von hell zu dunkel. Genau. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir auch manchmal in den Fingern sehen. Die Wölkchenbildung ist ein Thema, aber wir sehen oft auch so Längsrillen oder Querrillen auf den Fingern. Bei dir sind so ganz feine Längsrillen zu sehen. Ja? Kannst du die erkennen? Ja, und Längsrillen sind ein Indiz für Mineralstoffmangel. Was fehlt ja, denn? Genau. Bei den meisten Menschen fehlt, es fehlt nicht, sondern wird nicht so vom Körper aufgenommen, wie es sein sollte, fehlt Magnesium. Ja. Und Magnesium ist auch ein Element, was für die Entspannung ist, ja, zur Entspannung beiträgt, ja. Und
Ich sehe das jetzt bei dir auf dem Mittelfinger und auch auf dem Zeigefinger, ja. Aber Kartenmagneto nehme ich eigentlich schon sehr lange. Ja, vielleicht genau. Zu wenig. Ja, das ist das Thema. Es geht auch um die Dosis dann, ja. Und je mehr du powerst, desto mehr ist es dann auch notwendig, etwas mehr von dem Magnesium zu nehmen. Ja. Ach so, also muss ich das nehmen. Es geht ja auch um die Stresssituation. Ja. Genau, wie du mit Stress jetzt umgehst. Und Magnesium sorgt für Entspannung. Ah ja, gut ja. zu wissen. Du kannst Magnesium oral einnehmen, also über den Mund, aber du kannst es auch über den Körper auftragen, ja, mit Magnesiumöl, ja. Und das kann man halt durch die feinen Längsrillen sehen, den Mineralstoffanteil, Stoffwechsel-Dinge kann man erkennen, ja. Genau. Aber man kann zum Beispiel auch erkennen, ob jemand zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck hat. Ja, wenn die Finger jetzt in tiefen Rot sind, dann ist das Indiz gegeben, dass eher zu hoher Blutdruck ist. Sieht das eher blass aus, nicht weiß, sondern blass. Das sind Menschen eher mit niedrigem Blutdruck, ja. Und wenn dann auch in der Farbskala noch das Bläuliche dazukommt, dann ist auch das Herz immer noch mit betroffen, ja. Das ist so als allgemeines Thema, kann man das auch so nach außen bringen, ja. Und hier sieht man halt auch mehrere Positionen. Hier sieht man auch die Querrillen. Querrillen ist das Thema auch, die Nägel, die wachsen ja von innen nach außen. Und Querrillen ist so ein Indiz dafür. Jede Querrille bedeutet auch, dass da im Körper etwas passiert ist. Genau. Ja. Und dann kann man halt auch rückverfolgen, wann ist das passiert? Wann war denn Infektion? Wann ist in den Körper wirklich etwas passiert? Ja, genau. Und Nägel geben halt auch Organbereiche preis, aber auch über die Farbskala natürlich auch, wie der Mensch jetzt von den Stresslevel unterwegs ist. Ja. Genau, aber immer in Bezug natürlich mit dem Gesamtbild der Hände. Mhm. Ja, genau. Und die Nagelposition ist, wir legen das mal jetzt wieder beiseite, ist auch daraus zu erkennen, dass wir unsere Nägel natürlich auch dann benutzen. Ja, Kratzen ist so eine lang. Oder auch, dass wir die Nägel auch im Alltag für Dinge zum Aufreißen nehmen und so weiter, je nachdem, wie lang die sind, ja. Um im Alltag auch gut zurechtzukommen, ja. Genau. Aber Indiz dafür ist wirklich, dass sie auch Position aufzeigen. Ich habe was über in einem Video über die Handform gezeigt. Ja. Und über die Handform kann man auch etwas über die Nagelform sagen, ja. Genau. Jetzt schauen wir uns mal deine Nägel an. Deine Nägel sind größtenteils in einer Rechteckform. Mhm. Ja. Rechteckform, das sind eckige Nägel, das sind wir wieder bei dem Mittelsystem, ja. Du brauchst Struktur und Ordnung, bist aber auch über die Gefühlsseite immer bei der Sache. Bei Menschen, die jetzt zum Beispiel, ich zeige das mal, an den Mittelfinger. Ja, hier sieht man schön die Rechteckform, ja. Wo der Nagel in den unteren Bereich eher schmal ist und den oberen Bereich eher breit. Das nennt man Spatelform. Und das sind Menschen, die ihre Energien von innen nach außen sehr, sehr in einer Power-Position nach außen geben und sind aber sehr schnell erschöpft. Also sie können sehr viel in kurzer Zeit machen, sind aber dann erschöpft. Also sie brauchen Pausen. Ja. Und da kann man die verschiedenen Positionen. Während das umgedrehte System, es fängt breit an und der Nagel bewegt sich so schmal nach oben. Das nennt man konisch. Ja. Das sind Menschen, die sehr viel von außen aufnehmen. Ja, gehört mit zum weiblichen System, sehr viel aufnehmen, können es aber nicht immer umsetzen für sich und sind dann sehr schnell über die Gefühlswelt überfordert.
Während die Menschen mit den Spatelnagel, die sind auch meistens sehr robust, die können sehr viel Power auch nach außen geben. Ja, das sieht man wirklich in der Nagelform, und deine Nägel, die sind halt in der Rechteckform. Es gibt noch so besondere Formen, wo auch der Nagel in wie so eine Mantel aussieht, ja. Das sind diese Menschen, die haben meistens auch, ist das an der wenigen Äderung im oberen Bereich zu sehen, die sind praktisch in dieser Genussposition. Also ich genieße das Leben an sich, ja. Und daran kann man das gut erkennen, ja. Genau. Also Nägel geben Indiz einmal im körperlichen Bereich, aber auch, wie bin ich nach innen und nach außen ausgerichtet. Ja, und gehört auch mit von der Anatomie zu den wichtigen Teilen unseres Körpers. Mhm. Ja, es geht ja auch grob immer um das Thema Handlesen, also was lese ich aus den Händen. Ja, ja. Und auch in der Diagnose kann man wirklich an den Nägeln dann einige Sachen ablesen, wo wir auch für uns was tun können. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Was für mich tun kann. Ne? Ja, richtig. Ja, genau. Ob nun in der Hand, auf der Hand oder an den Nägeln. Ne? Genau. Das ist ein sehr intensives Thema. Und ich denke, die allgemeinen Sachen haben wir heute auch in dem Video besprochen. Ja. Und wie du es auch immer sagst, wer mehr da wissen möchte, der darf mich auch gern kontaktieren in der Thematik. Ja, gut, wir können ja nicht mehr machen als meine Nägel. Die anderen haben wir ja nicht. Die sitzen da. Das ist richtig, genau. Die sitzen ja dann zu Hause. Ja, genau. Genau. Super. Dann haben wir die Anatomie mal besprochen, der Hände. Ganz wichtig. Dankeschön, lieber Jörg. Und auch dir wieder danke, dass du dabei warst. Und wie Jörg es gerade schon gesagt hat, ich habe ja schon in einem anderen Video angesprochen, dass ich auch den Link unten drunter packe. Klick da einfach drauf und dann kannst du auch direkt mit Jörg Verbindung aufnehmen und dann auch mal eine ganz persönliche Handanalyse erstellen lassen. So viel dazu. Jetzt erstmal schön, dass du wieder dabei warst. Danke dir für dein Dabeisein und viel Freude jetzt mit deinen Fingern, mit deiner Handanatomie und deinen Fingernägeln und ihr lieben Mädels auch beim Lackieren, definitiv. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.